meine Schnuffels und herzlich willkommen hier zu meinem ersten Commentary, wo es um ein Thema geht, was mich persönlich betrifft. Im Hintergrund seht ihr ein Gameplay, höchstwahrscheinlich von DBD. Ich habe da noch kein genaues ausgesucht, aber das dient jetzt dazu, damit irgendwas im Hintergrund läuft und ihr nicht mit Standbildern bedient werden müsst. Also wenn ihr am Gameplay nicht interessiert seid, dann nutzt ihr das Video gerne als Hörbuch. Jetzt sage ich euch aber erstmal, worum es in diesem Video geht, falls es trotz des Videotitels nicht ganz so klar sein sollte. Wie einige von euch schon mitbekommen haben, geht es meinem Vater gesundheitlich nicht mehr ganz so gut, was eine ganze Menge an Vorerkrankungen mit sich zieht und seine Mobilität eingeschränkt worden ist und noch obendrein erschwerend eine Demenz dazukommt, welche bei seinem letzten Krankenhausaufenthalt festgestellt worden ist. Die hat sich über die Jahre angeschlichen, worauf man vielleicht hätte schon früher kommen können, wenn man sich sein Verhalten so rekapitulierend anguckt. Aber ja, das ist halt auch wieder eine ganz andere Geschichte. Das Wichtige daran ist, dass ich als seine Pflegeperson aka Betreuer bestellt worden bin, da ich ja die Zeit dafür habe, wie manche Leute so behaupten würden, und somit als direkte Pflegekraft für eine ganze Menge Sachen verantwortlich bin, die mein Vater so gesehen nicht mehr erledigen kann. Das beginnt schon bei der Haushaltsführung, damit das Haus nicht zumüllt, er saubere Klamotten zum Anziehen hat, muss ich halt seine Wäsche waschen, wobei ich ihm dann auch beim Anziehen helfen muss, da er nicht immer die Ärmel und Hosenbeine findet. Jeden Tag muss ich ihm mindestens dreimal was zum Essen zubereiten und je nach seiner Tagesform muss ich ihm auch beim Essen ein bisschen helfen. Viermal täglich muss ich ihm seine Medikamente stellen und auch dafür sorgen, dass er die einnimmt. Aber dazu kommen wir später nochmal, dass er halt sauber ist, in Form, dass ich ihn wasche, ich ihn zu seinen Terminen fahre, etc., etc., etc. Die Liste ist lang und noch länger. Und seine Toilettengänge sollte man nicht vergessen zu erwähnen, welche immer wieder ein Erlebnis für sich sind, aber ich spare euch die Details, da ich euch keine Angst einjagen möchte und auch niemanden bloßstellen will. Ihr merkt schon, ich bin eine Vollzeitpflegekraft mit Gleitzeit, sehr vielen Überstunden, kaum Freizeit und das rund um die Uhr tätig und das ohne Aussicht auf ein paar freie Tage. Wochenenden, Feiertage oder sogar Urlaub gibt es bei mir nicht. Einige von euch denken sich jetzt zu Recht, warum schiebst du ihn dann nicht einfach mal in ein Heim ab oder so? Das Problem dabei wäre, selbst wenn das jetzt in Frage kommen würde, mit seinem Pflegegrad, den er bekommen hat, und allen finanziellen Mitteln, die zur Verfügung stehen, wäre es immer noch eine Extraaufwendung von ca. 1000 Euro, die man monatlich stellen müsste. Ja, wobei, er hat halt nicht Pflegegrad 5, also sind es schon an die 1500 Euro, die man monatlich extra aufbringen müsste, damit das funktionieren würde. Und im Großen und Ganzen komme ich ja eigentlich klar damit. Es sind halt wirklich die Demenzkicks, die er halt hin und wieder hat. Was heißt hin und wieder? Eigentlich täglich, die das Hauptknackpunkt sind. Und dazu kommen wir jetzt. Seine Demenzkicks beginnen ja schon morgens bei der Verabreichung seiner Medikamente. Da stellt er sich gerne immer wieder quer und ich darf ihn dann immer wieder aufs neue 10 bis 30 Minuten lang beknien, damit er sie doch endlich mal nimmt und darf mich zwischendurch beschimpfen lassen. So nach dem Motto, du willst mich doch vergiften, du kannst das doch nicht, du hast das doch nie gelernt, dein Bruder könnte das viel besser, etc. etc. Oder wenn er mal von mir wissen möchte, was für einen Tag wir heute haben und ich ihm die richtige Auskunft gebe, dann ist er auch direkt sauer, weil er davon ausgeht, dass immer ein Tag früher ist. Weil jetzt zum Beispiel, wo ich dieses Video hier aufnehme, haben wir Samstag und ja, er würde eiskalt darauf bestehen, dass heute Freitag ist und würde versuchen, mit aller Kraft durchzusetzen, dass halt wirklich Freitag ist. Da muss man halt wirklich aufpassen und sich selber noch 5 oder 6 Mal, wie soll ich sagen, das Datum zu überprüfen, damit man ja nicht selbst durcheinander kommt. Nebenbei hat er sich angewöhnt, Müll auf den Boden zu schmeißen, wie zum Beispiel Bananenschalen und alles, was er halt sonst so hat, damit ja der Hund damit spielen kann. Und ich halt jeden Tag Wohnzimmer und Küche etc. pp. Neu durchwischen darf. Darauf freue ich mich auch jeden Tag. Und ja, das muss ich auch auf jeden Fall immer sofort wegräumen, weil jeden zweiten Tag kommt da eine nette Dame von der Caritas wegen seiner Wundpflege, was wieder eine ganz andere Story ist. Und ich möchte mich da ja auch nicht in Grund und Boden schämen müssen. Dementsprechend bin ich da schon dahinter, dass es hier relativ sauber aussieht, auch wenn es halt ein Endlosjob ist. Diese Dame von der Caritas ist by the way einer der großherzigsten Menschen, die mir hier untergekommen sind, denn sie berät mich ständig mit Sachen, die ich halt noch machen kann, damit ich halt besser für meinen Vater sorgen kann und so weiter und so fort. Auch wenn sie eigentlich nur zur Wundversorgung eingestellt ist, berät mich, was es noch für Optionen gibt.
wie ich ihn eventuell dazu bringen kann, damit er halt auch Sachen macht, die er halt nicht machen möchte, damit er halt nicht den ganzen Tag auf der Couch rumliegt etc. Ja, das ist halt auch einer dieses Hauptprobleme, weil mein Vater glaubt, dass er gerade in einer Zeit ist, wo er einen Luxusurlaub hat mit seinem Privatsklaven, was in dem Fall ich bin, und er von mir Sachen fordert, die halt die pflegerelevanten Bereiche deutlich übersteigt. Und wenn er dann halt das nicht bekommt, was er gerne möchte, dann wird er auch gerne ausfallend. Zum Beispiel weckt er mich gerne um 2, 3 oder 4 Uhr morgens. Da höre ich immer wieder ein Lover, Lover. Und dann denke ich mir halt immer, oh, ist er jetzt aus dem Bett gefallen? Ist er auf dem Weg zur Toilette, falls er sich mal dazu motivieren konnte, da hinzugehen? Gestürzt? Ist es jetzt ein Notfall? Muss ich einen Krankenwagen mal wieder rufen? Hat er sich diesmal seine Hüfte gebrochen? Weil ihr wisst ja, ab einem bestimmten Alter ist die absolut zerbrechlich. Und dann stellt sich heraus, dass er irgendetwas möchte, was wir gerade nicht vorrätig haben. Und zwar jetzt sofort, wie zum Beispiel eine Gurke oder sowas. Und dann besteht er darauf, dass ich mitten in der Nacht um 3 oder 4, je nachdem, spät es gerade war, losfahre und diese besorge. Das endet auch in ständigen Diskussionen, wo selbst das Argument, hey, es ist jetzt 3 Uhr morgens, mitten in der Nacht, kein Geschäft offen, ich kann jetzt nirgendwo hinfahren. Und ja, ich würde sie ihm besorgen, wenn, wie gesagt, wenn da ein regulärer Einkauf bevorsteht, weil extra wegen einer Gurke irgendwo hinzufahren ist ja natürlich auch Quatsch. Das hat er halt auch noch nicht verstanden. Und dann darf ich mir halt wieder anhören, ja, wenn ich in der Lage wäre, dann würde ich ja selber hinfahren, du hast mich ja gar nicht lieb, etc., etc., etc. Ihr könnt euch das vorstellen, ne? Ich muss da nicht weiter ausschweifen, schätze ich mal. Aber das habe ich ja zum Glück auch nicht jede Nacht. Ansonsten würde ich ja komplett durchdrehen, weil dann würde es halt wirklich so nicht funktionieren, wie es gerade halt so noch funktioniert. Aber ihr könnt mir schon ruhig glauben, wenn ich euch sage, es gibt wirklich Momente, wo ich halt wirklich auch kurz bis zu einem Nervenzusammenbruch getrieben werde. Grob zusammengefasst ist er wie ein kleines, verzogenes Kind, das seine Grenzen nicht kennt, welches in einem Körper eines Greises gefangen ist. So ungefähr könnt ihr es euch vorstellen, damit ihr euch ungefähr ein Bild machen könnt. Und ja, Arthur Spooner zum Beispiel ist ja noch ein richtiger Goldjunge dagegen. Denn ich habe ja auch schon gehört, dass nicht jeder Demenzkranke gleich ist. Es gibt Demenzkranke, die sind sich ihrer Krankheit bewusst, andere wiederum nicht. Ich habe einen von denen erwischt, die sich halt dessen nicht bewusst sind, womit man halt zusätzliche Probleme hat. Aber wie gesagt, ich komme noch klar. Ich glaube, mit der Zusammenfassung von dem, was ich hier gerade durchmache, bin ich jetzt soweit durch. Ihr dürftet euch soweit ein eigenes Bild machen können. Wenn ihr eigene Erfahrungen dieser Art gemacht habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und ich habe mir gedacht, dass ich jetzt aus diesem Commentary-Zeugs ein festes neues Format einführe, das vielleicht einmal die Woche oder einmal im Monat kommt. Man weiß es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Kommt halt wirklich drauf an, wie lange es dauert, die Stories auszuarbeiten. Und das Ganze nenne ich dann Storytime. Wenn ihr davon genauso angetan seid, von dieser Idee wie ich, dann lasst doch gerne mal einen Daumen hoch da. Und ja, wir werden sehen, was wir uns als nächstes für ein Thema rausfischen werden. Da steht uns ja die gesamte Bandbreite offen, weil ich bin ja auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen, zwar nicht ganz so sehr, aber ich habe ja auch schon einiges erlebt und ich kann euch auch einige skurrile Geschichten erzählen. Und ja, wie gesagt, die muss ich dann erstmal ausarbeiten, damit ich das einigermaßen flüssig rüberbringen kann. Denn im freien Reden bin ich jetzt nicht gerade so der Champion, was euch bestimmt in meinen Videos schon aufgefallen ist, aber ich tue mein Bestes. Dementsprechend, meine Schnuffis, möchte ich mich jetzt von euch verabschieden und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Vielen lieben Dank an meine Kanalmitglieder für eure Unterstützung. Dankeschön.